Hallo, wir von Bessel hoffen, dass Sie die Predigt mächtig segnet. Lassen Sie es uns wissen. Ich möchte über vier Gründe sprechen, warum Gott will, dass jeder Sohn und jede Tochter prophezeit. Beten wir. Vater Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es lebendig, wirksam und kraftvoll ist. Und ich bete, dass du es heute in diesem Raum so sein lässt. Herr, dass deine Worte Geist und Leben sind. Herr, erwecke den Geist in uns zum Leben. Und erwecke, Herr, Worte der Verwandlung und der Bestimmung zu deiner Herrlichkeit und zu deinem Zweck. Amen. Ich möchte heute über vier Gründe sprechen, warum Gott will, dass jeder Sohn und jede Tochter prophezeit. Und jeder davon beginnt mit einem R, weil Prediger das so tun. Ich weiß auch nicht. Wir lieben Alliterationen und es ist eine gute Gedächtnisstütze. Der erste Grund. Gott will, dass jeder Sohn und jede Tochter prophezeit, um Würde wiederherzustellen. Mein Mentor, Pastor Clady Keith, pflegte zu sagen, nichts gibt einem Menschen mehr Würde, als zu wissen, dass er die Stimme Gottes hören kann. Als Jesaja den Herrn sah, hoch und erhaben, und die Stimme des Herrn fragte, wer wird für mich gehen? Wen soll ich senden? Und Jesaja sagte, hier bin ich, Herr, sende mich. Realisierte er die Bedürfnisse seines Volkes. Aber die Botschaft, mit der gesandt wurde, war keine gute Botschaft. In Kapitel 6 sagte der Herr, sag ihnen, dass sie sehen werden, ohne wirklich zu sehen, und hören, ohne wirklich zu hören. Und ihr Herz wird unempfindlich sein und nicht verstehen. Das ist natürlich nicht die Art von Wort, die wir in einer neutestamentlichen Mission erwarten würden. Aber das war der Zustand der Menschheit über tausende von Jahren. Wir hatten Augen zum Sehen, ohne wirklich zu sehen, Ohren, ohne wirklich zu hören. Wir hatten das Priestertum der Gläubigen zurückgewiesen, also hatten wir die Fähigkeit verloren, diesen persönlichen Zugang zu dem zu haben, was Gott sagt, was Gott denkt und wie Gott fühlt. Und diese Ausgießung des Heiligen Geistes auf alles Fleisch in den letzten Tagen ist die Wiederherstellung dieser Dysfunktion. Er gibt uns Augen, um zu sehen, Ohren, um zu hören. Und er gibt uns sogar Zugang zum Herz des Herrn und zum Sinn Christi. Und das ist die Wiederherstellung von Würde. Es gibt im Moment im Bereich sozialer Gerechtigkeit eine Menge Ziele. Und vieles davon ist von Barmherzigkeit motiviert. Und das ist wunderbar. Wir müssen immer unsere Liebe zu den Armen in Barmherzigkeit demonstrieren. Aber viele unserer Barmherzigkeitshandlungen stellen die Würde nicht wieder her. Und das Ziel sozialer Gerechtigkeit ist immer die Wiederherstellung von Würde. Das Kreuz ist der radikalste Akt von Gerechtigkeit in der gesamten Geschichte. Und es soll die Würde des Gläubigen wiederherstellen. Im Alten Testament brauchten wir einen Propheten, damit er für uns von Gott hört. Im Neuen Testament hören die Propheten Gott mit uns. Sie helfen uns, Gottes Stimme zu erkennen und darauf zu reagieren, weil Gott seinen Geist auf alles Fleisch ausgegossen hat, damit jeder Sohn und jede Tochter prophezeien kann. Und jetzt ist es nicht nur der Geist Gottes an sie, sondern der Geist Gottes in ihnen, der Zeugnis ablegt von dem, was gesagt wird. Wir sagen gern, an jedem prophetischen Austausch sind zwei kraftvolle Menschen beteiligt. Der, der weitergibt, was der Herr seiner Meinung nach sagt, und der, der das Wort empfängt und es durch denselben Heiligen Geist beurteilt, der das Wort gibt. Wir sind also in der Lage, durch denselben Geist zu prüfen und zu beurteilen, und das ist der Geist der Kindschaft. Das ist der Geist der Sohnschaft, wo der Geist selbst zusammen mit unserem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist eine Wiederherstellung von Würde. Der zweite Grund, warum Gott will, dass jeder Sohn und jede Tochter prophezeit, warum das ein Teil seiner Pläne für die letzten Tage ist, denkt jemand, dass es im Moment eine Identitätskrise geben könnte? Ja, ist das eine Möglichkeit? Einer der Zwecke von Prophetie ist die Offenbarung von Identität. Sie soll Identität offenbaren.
Warum muss Identität offenbart werden? Nun, in unserer Kultur scheint das offensichtlich zu sein, aber lassen Sie uns tiefer gehen. Die Wahrheit ist, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Die Herrlichkeit Ihrer Errettung ist so groß, dass Sie nicht einmal wissen, wer Sie sind. Sie sind so neu, dass Sie nicht mal realisieren, wozu Sie fähig sind. Die Wahrheit ist, dass das geschriebene Wort Gottes zu unseren Familienmerkmalen spricht. Die Schrift verrät uns unseren Nachnamen. Jeder in der Familie ist mehr als ein Überwinder. Jeder in der Familie ist das Haupt und nicht der Schwanz. Jeder in der Familie wird von Herzen geliebt. Und wir können die Eigenschaften der Schrift durchgehen und werden darin unseren Nachnamen finden. Sie beschreibt, was der Himmel über die Identität jedes Sohnes und jeder Tochter sagt durch das geschriebene Wort. Aber das prophetische Wort gibt ihnen ihren Vornamen. Das prophetische Wort sagt ihnen, wer sie spezifisch im Königreich Gottes sind. Als der Engel des Herrn Gideon erscheint, beklagt sich Gideon: Herr, wenn du mit uns bist, wo sind dann die Wunder? Da, er redet gerade zu einem Engel. Das nenne ich mal einen verpassten Moment. Und der Engel des Herrn grüßt ihn und sagt: Sei gegrüßt, tapferer Held. Nun, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich mich verstecken würde und ein Engel kommen und sagen würde: Sei gegrüßt, tapferer Held, würde ich vermutlich denken, dass er sich über mich lustig macht. Endlich habe ich eine übernatürliche Begegnung und der Engel macht sich über mich lustig. Das brauche ich nicht, davon bekomme ich zu Hause schon genug. Von meinen Kindern, nur um das klarzustellen. Sie ist wundervoll. Ich weiß, danke Chris. Aber nein, er hat sich nicht über ihn lustig gemacht. Er hat ihm mitgeteilt, wie er in den himmlischen Welten in Christus Jesus bereits gesehen wird. Wer Sie in den himmlischen Welten sind, die Schrift sagt, dass er uns mit auferweckt hat und mitsitzen lassen in den himmlischen Welten in Christus Jesus. Und wenn wir über Ihre himmlische Identität sprechen, dann sprechen wir nicht nur darüber, was Sie laut Himmel tun können. Wir beschreiben, wie Christus in Ihnen aussieht. Was ist das Aroma Christi, das Sie in einzigartiger Weise tragen? Was sind die Charaktereigenschaften Christi, die Sie auf der Erde in einzigartiger Weise zum Ausdruck bringen? Das gibt uns einen Vornamen, eine Einzigartigkeit, eine Besonderheit, die Gott herausrufen und ansprechen will. Und genau das war der Fall bei Gideon. Im weltlichen System nennt niemand Sie einen tapferen Helden, es sei denn, Sie haben Schlachten gewonnen. Aber im himmlischen System gewinnen Sie Schlachten, weil Gott sie einen tapferen Helden nennt. Ihre Bestimmung fließt aus dem, wer sie sind, statt dem, was sie getan haben. Wir definieren Bestimmung nicht durch Geschichte. Wir definieren Bestimmung durch Identität. Und was der Himmel über ihre Identität sagt, befähigt sie, Dinge zu tun, von denen sie nie dachten, dass sie sie tun könnten. Wir brauchen Prophetie, um zu offenbaren, wie wir im Himmel gesehen und gekannt werden. Wir wurden in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die vor Grundlegung der Erde festgelegt wurden. Gott kannte sie und er hat besondere Dinge ausgewählt, die sie in Christus Jesus tun können. Und wir brauchen die Offenbarung unserer neuen Schöpfung in Christus, um zu wissen, wer wir wirklich sind. Darum geht es in meinem Buch, The Power in Your Name. Zu entdecken, was Christus über ihre Identität sagt und was sie dadurch tun können. Wir haben also eine Identitätskrise und einer der Gründe, warum Gott will, dass jeder Sohn und jede Tochter prophezeit, ist, dass diese Identitätskrise so allgegenwärtig ist. Jeder von uns muss himmlische Identität über unsere Kinder sprechen. Wir müssen uns daran erinnern, nicht das Problem, sondern die Antwort zu beten. Die Lüge mit dem zu ersetzen, was der Himmel über ihre wahre Identität sagt, ihren Namen aus der Schrift und ihren einzigartigen Vornamen aus der Prophetie. Drittens, warum Prophetie? Sie belebt und erfrischt die Müden. Die Schrift sagt in 1. Korinther 14,3, dass Prophetie erbaut, ermutigt und tröstet.
Sie müssen die Querverweise überall in der Schrift kennen, dass das etwas ist, das im Alten Testament immer und immer wieder angeführt wird. Jedes Mal, wenn es einen Wendepunkt in der Kultur gibt, sagt der Herr die gleichen drei Dinge. Die Kinder Israels sind im Begriff, in das gelobte Land einzuziehen. Und er sagt, sei stark, sei mutig, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir. Stärke, Mut und Trost. Immer und immer wieder in der Schrift sind diese drei Dinge die Gnaden, die jemand aufrütteln musste, um eine welterschütternde Bestimmung zu erben, um ein Wendepunkt in der Zeit und in der Geschichte zu sein. Und jetzt impartiert der Herr sie durch die Gnade der Prophetie. Uns wurde vorgeworfen, nur ein Segne-mich-Verein zu sein, weil wir uns so sehr auf Ermutigung, Stärke und Trost konzentrieren. Aber Sie müssen realisieren, dass Sie keine Ermutigung brauchen, wenn es nicht beängstigend sein wird. Sie brauchen keine Stärke, wenn Sie nicht von Ihrer Couch aufstehen werden. Sie brauchen keinen Trost, wenn es nicht wichtig ist, dass Gott bei dem, was Sie tun werden, bei Ihnen ist. Stärke, Mut und Trost sind nicht nur Gefühle von Wärme und Geborgenheit. Stärke, Mut und Trost sind die Gnaden, die der Wendepunkt dafür sind, welterschütternde Bestimmungen zu ergreifen. Und der Herr will, dass jeder Sohn und jede Tochter prophezeit, damit er die Gnade der Stärke, des Mutes und des Trostes freisetzen kann, um eine welterschütternde Bestimmung zu ergreifen. Atmen Sie noch? Okay. Hier ist die letzte Sache, auf die ich mich heute konzentrieren möchte. Die Freisetzung des Neuen. Ich habe als Zweck von Prophetie hier vier Dinge genannt. Und natürlich gibt es noch sehr viel mehr. Aber ich will mich auf die Wiederherstellung von Würde konzentrieren, auf die Offenbarung von Identität, auf das Auffrischen und Wiederherstellung dieses Gefühls von Bestimmung, das Erfrischen und Wiederherstellen der Ermüdeten und dann auf diese vierte Sache, die Freisetzung des Neuen. In der Schrift heißt es in Jesaja 42,9, das Frühere, siehe, es ist eingetroffen, und Neues verkündige ich. Bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören. Es gibt ein Prinzip in der Schrift, das wir oft übersehen, wenn es um das Neue geht. Und das liegt zum Teil daran, dass wir die Schrift manchmal falsch zitieren. Wir sagen zum Beispiel oft, dass alle Verheißungen Gottes Ja und Amen sind. Und ich liebe dieses Lied. Ich singe es. Aber in der Schriftstelle heißt es eigentlich, denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja, darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre. Gottes Neues und Gottes Verheißungen umkreisen bereits den Planeten auf der Suche nach einem Landeplatz. Und der Grund ist, dass Gott dem Menschen die Autorität über die Erde gegeben hat. Und so wird Gott nicht gegen das Regierungssystem verstoßen, das er selbst etabliert hat. Sein Ja kann also nicht ohne ein irdisches Amen auf der Erde landen. Also sucht er Menschen, die sehen können, was er sieht, sodass sie haben können, was er hat. Er sucht Menschen, die seine Stimme hören können, sodass sie anfangen können, mit der Stimme dessen zu sprechen, der alle Materie geschaffen hat. Er sucht nach Menschen, die sein Herz verstehen können, sodass sie nicht nur aus einer Agenda heraus sprechen, sondern tatsächlich aus dem Charakter und dem Wesen Gottes selbst. Es gibt also Neues, das Gott tun will, aber wenn sie es nicht sehen, erhalten sie es nicht. Wenn sie es nicht hören, verkünden sie es nicht. Wenn sie es nicht fühlen, wenn sie nicht das Herz des Vaters haben, dann werden sie oft... Das richtige Wort in der falschen Weise ist das falsche Wort. Wir wollen in der Lage sein, uns in das Neue zu stürzen, das Gott für uns hat. Aber die Wahrheit ist, um Zugang zu diesem Neuen zu erhalten, gibt es ein paar praktische Dinge. Ich liebe, was Einstein gesagt haben soll. Es steht nicht in seinen Aufzeichnungen, aber er hat es in seinen Lehren oft erwähnt. Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.
Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Tatsächlich offenbart die Schrift das Gleiche. Darum muss unser Verstand erneuert werden. Um ein Problem zu lösen, müssen Sie Ihren Verstand verlieren. Ja. Die Schrift spricht darüber. In 2. Korinther 5 heißt es, wenn wir außer uns waren, so war es für Gott. Sind wir aber besonnen, zusammengesetzt aus dem Wort für Nagel, in dem Sinne, dass Worte den Rahmen für all ihre kognitiven Fähigkeiten bilden, und so, dem griechischen Wort für Errettung, Heilung, Freisetzung, der vollen Lebensqualität, für die Christus gestorben ist. Ich verliere meinen Verstand in Gott, damit ich für sie Beiverstand sein kann. Damit ich ihnen Errettung, Heilung, Freisetzung, die Fülle des Lebens, für die Christus gestorben ist, bringen kann. Das griechische Wort für außer sich sein ist existemi, was wörtlich ein Umsiedeln bedeutet. Aus der gegenwärtigen Denkweise herauszukommen. Und das geht Hand in Hand mit dem Prinzip von Einstein, dass sie ein Problem niemals mit ihrer gegenwärtigen Denkweise lösen können. Also gibt Gott uns diese Zugangspunkte, die Gelegenheiten sind, die eine Gnade sind, um unsere gegenwärtige Denkweise zu ersetzen. Und damit Sie das nicht alles für hochtrabend und Intellektualismus halten, möchte ich, dass Sie wissen, dass Gottes Wege einfach tiefgreifend und tiefgreifend einfach sind. In unserer Gemeinde hatten wir einen Pastor, der eine gerissene Sehne in seiner linken Schulter hatte. Er hatte starke Schmerzen. Ich hatte zur gleichen Zeit 2 gerissene Sehnen in meiner Schulter und so hatte ich sehr viel Mitgefühl für ihn. Ich habe für ihn gebetet, alles, was Rang und Namen hatte, hat für ihn gebetet und nichts ist passiert. Ein 9-jähriges Mädchen kam auf ihn zu und sagte, hey, der Reißverschluss an deiner Schulter ist offen. Er fragte, was? Der Reißverschluss an deiner Schulter ist offen. Soll ich mich darum kümmern? Er sagte, ja, und sie griff rüber und machte wupp, und er war komplett geheilt. Lösungsorientiertes, transzendentes Denken muss nicht komplex sein. Aber Gott gibt uns einige Ausfahrten, Stellen, an denen wir unsere gegenwärtige Denkweise ersetzen können. Lassen Sie uns ganz schnell 5 davon ansprechen. Nummer 1 ist Anbetung. Dort sind wir am stärksten auf himmlische Realitäten konzentriert. Darum heißt es sowohl in den Psalmen als auch in den Sprüchen, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Unsere Antworten kommen in diesem Austausch zwischen Himmel und Erde. Mir ist bewusst, dass ein großer Fokus darauf liegt, dass es bei unserer Anbetung ausschließlich um ihn gehen muss. Das Problem dabei ist folgendes. Ihm geht es so sehr um sie, dass wenn sie sich ganz ihm hingeben, sie ihn nicht übertreffen können. Er will zurückgeben. Ich habe das immer für Ablenkung gehalten. Während ich angebetet habe, habe ich angefangen, Downloads zu bekommen. Und ich sagte, nein, ich will mich nur auf dich konzentrieren, Jesus. Ich will einfach alles dir geben, all diese Ablenkungen beiseite legen. Ich habe mich den offenbarenden Downloads widersetzt, weil ich ignoranterweise dachte, ich würde mich selbst in der Anbetung heiligen. Die Wahrheit ist, dass ich an einen Punkt in meiner Verbindung zu ihm gekommen war, die einen göttlichen Austausch auslöste. Im Alten Testament heißt es, dass kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, noch irgendjemand in den Sinn gekommen ist, was Gott bereitet hat, aber er hat es seinen Propheten enthüllt. Das ist das Alte Testament. Es war auf die Propheten beschränkt. Im Neuen Testament wird dieselbe Schriftstelle noch einmal aufgeführt, aber mit anderen Anforderungen. Wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Wir aber haben Christi Sinn. Ist es nicht wunderschön, dass während wir ihm unsere Liebe entgegenbringen, er seine Gedanken mit uns teilt? Liebe ist die Brücke, durch die geistiger Austausch stattfindet.
Und während wir dem Herrn unsere Liebe entgegenbringen, findet ein Austausch statt. Und das ist Teil des Krauslaufs der Freude zwischen Himmel und Erde. Das heißt, wir erfreuen uns an ihm und er erfreut sich an uns. In der Anbetung ist es also wichtig, innehalten zu können und einige der Ausfahrten zu erkennen, die der Herr ihnen in diesen Zeiten des Umsiedelns geben kann. Während sie auf den einen blicken, der unendlich ist, haben sie die Gelegenheit, in ihrem Denken an einen anderen Ort gebracht zu werden, sodass sie Zugang zum Transzendenten haben. Der zweite Bereich, der dem hier sehr ähnlich ist, ist die Schöpfung. Die Schöpfung wurde designt, um sie an einen Ort der Ehrfurcht, der Majestät zu versetzen. Aber nicht nur das. Sie wurde designt, um mit allem, was man über Gott wissen kann, verschlüsselt zu sein. Im Römerbrief Kapitel 1 heißt es, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind. Das bedeutet, dass er alles, was man über Gott wissen kann, in der Schöpfung verschlüsselt hat. Sie können die Geheimnisse des Himmels in der Struktur der Schöpfung sehen. Deshalb heißt es in 1. Könige 5, dass als alle Nationen Abgesandte schickten, um Salomo zu hören, Salomo worüber lehrte? Es heißt, dass er über die Bäume redete, über das Vieh und über die Vögel und über das Gewürm und über die Fische. Und aus allen Völkern sandten Könige Leute, um ihn zu hören. Er war der Discovery Channel seiner Zeit. Er sprach nicht nur über religiöse Themen. Er sprach über die Geheimnisse der Schöpfung und diese wiederum sprachen vom Schöpfer. Wenn wir gestresst sind oder eine Pause brauchen, flüchten wir uns oft in die Majestät der Schöpfung und wir fühlen uns besser, wir fühlen uns erfrischt. Aber wir realisieren nicht, dass die Ehrfurcht der Schöpfung selbst Gottes Herrlichkeit verkündet, dass sie eine Atmosphäre schafft, in der unsere Denkweise ersetzt werden kann, sodass wir eine Antwort auf eine Situation erhalten können, die mit unserer gegenwärtigen Denkweise zusammenhängt. Einer meiner bevorzugten Charaktere in der Geschichte war George Washington Carver. Er betete, Gott, zeig mir die Geheimnisse des Universums. Die Antwort war, das ist zu groß für dich, kleiner Mann. Er sagte, wie wäre es dann mit den Geheimnissen der Erdnuss? Der Bürgerkrieg war gerade zu Ende gegangen. George war der Sohn eines Sklaven und die Wirtschaft des Südens war geplündert worden. Es gab kein Geld, keine Leute, um die Baumwollplantagen zu bewirtschaften. Und offensichtlich ist das alles ein böses System gewesen. Aber die Wirtschaft war in Schwierigkeiten. Und Gott zeigt ihm, dass am Straßenrand Erdnüsse und Süßkartoffeln wuchsen, die von den Leuten wie Unkraut behandelt wurden. Und Gott gab ihm Verwendungsmöglichkeiten für die Erdnuss und die Süßkartoffel und andere Gemüsesorten, die tatsächlich die Wirtschaft der Regierung retteten, die ihn einst unterdrückt hatte. So viel dazu, ein Problemlöser zu sein. So viel dazu, Jesus als die Antwort zu repräsentieren. Es ist inkongruent zu sagen, dass Jesus die Antwort ist und keine zu haben. Gott hat uns Zugang zu seinem Sinn, zu seinem Verstand gegeben. In Kolosser 2 heißt es, dass alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis in der Person von Jesus Christus verborgen sind. Und wie Bill immer sagt, sie wurden nicht vor uns versteckt, sondern für uns versteckt, damit wir sie finden. In der Wissenschaft gibt es etwas, das Biomimetik genannt wird. Dabei handelt es sich um das Nachahmen der Modelle, Systeme und Elemente der Natur, um komplexe menschliche Probleme zu lösen. Biomimetik besagt, dass die Lösung für menschliche Probleme in der Struktur und Ordnung der Schöpfung selbst zu finden ist. Tatsächlich wurden zum Beispiel die Windparks, die sich allmählich über das Land ausbreiten, um Alternativen für die Energieversorgung zu bieten, aus den Kämmen der Brustflossen von Buckelwalen entwickelt. Man hat die aerodynamische Strömung dieser Flossen im Wasser studiert und diese Form genutzt, um die Blätter der Windräder zu kreieren.
Biomimetik ist also das Studium der Schöpfung, um zu sehen, welche Antworten sie auf die Probleme der Menschheit hat. Hört sich das für noch jemanden wie Römer 1 an? Sie wurde 1941 von einem Schweizer Ingenieur entdeckt, der die Samen der Klettpflanze beobachtete, die beim Wandern in den Bergen an seinen Socken und sogar an seinem Hund kleben blieben. Und daraus hat er den Klettverschluss entwickelt. Er entdeckte den Klettverschluss, indem er die Schöpfung studierte. Nun, ich weiß nicht, welches Problem der Menschheit damit gelöst wird, aber es war der Beginn einer Wissenschaft, die von dem lernt, was Gott in der Schöpfung verschlüsselt hat. George Washington Carver sagte auch, wenn Sie die Schöpfung genug lieben, wird sie ihre Geheimnisse mit Ihnen teilen. Es geht darum, diese Liebesbrücke zu bauen, um Zugang zu den Schätzen der Weisheit und Erkenntnis in der Person Christi zu erhalten. Drittens, Beziehungssynergie. In Genesis 11,6 heißt es, der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie, und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Der Herr sagt also, dass durch Beziehungssynergie nichts unmöglich ist. Durch diesen kombinierten analytischen Verstand der Menschheit oder das kollektive Bewusstsein. Das ist es, was künstliche Intelligenz gerade tut. Ich habe mir letzte Woche Ryan Collins' Predigt angehört. Ich fand, sie war unglaublich. Sie war so gut. Er hat ein wenig über künstliche Intelligenz gesprochen. Aber hier ist die Herausforderung mit künstlicher Intelligenz. Zunächst einmal mache ich mir keine Sorgen, dass sie die Welt übernehmen wird, weil diese Stellenbeschreibung bereits zugewiesen wurde. Aber zweitens kann künstliche Intelligenz nur reproduzieren, was bereits existiert. Sie ist das Ergebnis der analytischen Seite menschlicher Möglichkeiten und dann wird sie Wahrscheinlichkeiten auf Grundlage der Geschichte vorhersagen. Aber hier ist die Sache, die künstliche Intelligenz nicht tun kann. Sie kann nichts Neues tun. Sie kann keinen neuen Gedanken haben, keine neue Idee. Sie kann nur das zusammenfassen, was bereits existiert. Das Frühere ist bereits eingetroffen und Neues werde ich wirken. Aber ich brauche jemanden, der es hört. Ich brauche jemanden, der es sieht. Ich brauche jemanden, der das Herz dessen erfasst, was ich in dieser Stunde zu tun versuche. Gott hatte eine Antwort auf die Probleme der letzten Tage. Und die war, seinen Geist auf alles Fleisch auszugießen, sodass sie Zugang zum Sinn Christi haben, um Würde wiederherzustellen, um Identität zu offenbaren, um Bestimmung wieder aufleben zu lassen und um Neues freizusetzen. Und Gott mangelt es nicht an Neuem. Es mangelt ihm nicht an Ideen. Es mangelt ihm nicht an Strukturen, die er freisetzen möchte, aber es mangelt ihm an Menschen, die das verstehen. Ich glaube, dass gerade jetzt eine Gelegenheit besteht, nicht nur in den Sinn Christi hineinzukommen, sondern auch in diese Beziehungssynergie. Er sagte, wenn die Ansammlung menschlicher Gedanken ihnen nichts unmöglich macht, was bewirkt dann erst die Ansammlung kreativer Gedanken in Christus Jesus? Einige von Ihnen wissen das vielleicht. Wir haben eine Organisation namens Finders, bei der wir übernatürliche Intelligenz einsetzen, um vermisste Kinder zu finden. Ich habe morgen ein Treffen mit einem Detektiv, der neben seinen detektivischen Fähigkeiten auch künstliche Intelligenz und unser Finders-Team einsetzt. Dieses Team hat seit Jahresbeginn bei der Rettung von 55 Minderjährigen geholfen. Nur in dieser einen Zweigstelle in Dallas. Dabei haben wir gelernt, dass es Daten mit hoher Priorität gibt. Es gibt dieses Prinzip, das sich durch die gesamte Schrift zieht. Durch zweier oder dreier Zeugen Mund soll eine Sache gültig sein. Überall im Alten und Neuen Testament wird wiederholt, dass etwas Kraftvolles am Zeugnis von zweien oder dreien ist. Und wir haben realisiert, dass wir, um die präzisesten Daten zu erhalten, nicht nur eine begabte Person brauchen. Wir haben damit begonnen, jedes einzelne Mitglied unseres prophetischen Teams aufschreiben zu lassen, was sie vom Herrn hörten, was sie sahen, was sie fühlten oder vom Herrn wahrnahmen. Und dann kamen wir wieder zusammen. Und wo auch immer es eine Übereinstimmung von zwei oder drei Dingen gab, die aus verschiedenen blinden Quellen stammten, gaben wir dem eine höhere Priorität. Und das begann, die Genauigkeit unserer Struktur zu verändern.
Es gibt eine kollektive Synergie. Ganz gleich, wie viel sie wissen immer nur einen Teil. Ganz gleich, wie viel sie sehen immer nur einen Teil. Und hier in der Schrift, wenn es heißt, wer hat den Sinn des Herrn erkannt, wer, der ihn unterweisen könnte, 1. Korinther 2,16, folgt gleich darauf die Aussage, wir aber haben Christi Sinn. Wenn es heißt, wir haben Christi Sinn, dann sind damit nicht wir als Einzelne gemeint. Jeder Einzelne hat Zugang zu dem Sinn Christi, aber kein Einzelner kann den ganzen Sinn Christi in sich tragen. Gott hat die Schätze seiner Weisheit und Erkenntnis in verschiedene Menschen gelegt. Und wenn wir in Beziehungssynergie zusammenkommen mit dem, was sie hören, was sie sehen und was sie wahrnehmen, und wir all diese Daten zusammenbringen, haben wir ein viel klareres Bild von der Antwort, die Gott für die Probleme der Gesellschaft in dieser Stunde bereithält. Beziehungssynergie ist ein Schlüssel zum nächsten Level. Natürlich gibt es Träume und Deutung. Nummer 4. Gott hat selbst zu vorchristlichen Menschen gesprochen und ihnen Träume gegeben. Wie es zum Beispiel mit Pharao passiert ist, als er die 7 Jahre des Überflusses und die 7 Jahre des Mangels gesehen hat. Und daraus entstand ein 14-Jahres-Plan, wie er die Nation in dieser Situation zu Wohlstand und buchstäblich zur Weltherrschaft führen konnte. Es gab einen prophetischen Traum, der von einem Mann Gottes gedeutet wurde, gefolgt von einem Wort der Weisheit, was sie tun sollten. Dasselbe wiederholte sich Jahre später bei Daniel, Kapitel 2, mit dem Traum von Nebukadnezar, als er von einem Kopf aus Gold, einer Schulter aus Silber, einer Taille aus Bronze und Beinen aus Eisen und Ton träumt. Und auch er holt einen Mann Gottes, um ihn zu deuten. Tatsächlich erzählt Daniel ihm, was der Traum war und was er bedeutet. Dass er von 4 Königreichen spricht, die kommen werden. Aber es folgte kein Wort der Weisheit, was er damit anfangen sollte. Es gab also einen richtigen Traum, eine richtige Deutung, aber die falsche Anwendung, weil das Wort der Weisheit fehlte. Und was passiert? Er baut eine 60 Ellen hohe goldene Statue für sich selbst und tötet jeden, der sich nicht vor ihr niederwirft. Also keine Idee von Gott an dieser Stelle. Das zeigt, wie notwendig es ist, das Apostolische und das Prophetische zusammenzubringen. In Epheser 2,20 heißt es, dass die Gemeinde aufgebaut ist auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Der Prophet ist der visionäre Input, aber das Apostolische ist der missionarische Auftrag. Wie wollen wir das nutzen, um zu dienen, um zu verbessern? In dem einen Beispiel gibt es ein Wort der Weisheit, um die Nation zu bewahren und andere Nationen in der Hungersnot zu dienen und sogar die Nation Israel zu retten. In dem anderen wird es nur zum Selbstzweck benutzt. Das ist das Prophetische ohne die apostolische Mission. In Träumen und Deutungen können wir ebenfalls den Sinn Christi erleben, sogar für Nationen. Und der letzte Punkt ist Wunder. Es gibt 3 Teile des Übernatürlichen: Machttaten, Zeichen und Wunder. Die meisten Menschen mögen Machttaten, selbst wenn sie noch keine Christen sind, weil etwas passiert, das messbar ist. Jemand war blind, jetzt kann er oder sie sehen. Das ist schwer zu leugnen, selbst für Ärzte. Nun, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich muss zugeben, dass etwas passiert ist. Zeichen sind auf einer anderen Ebene, weil sie auf etwas hinweisen und ein wenig mehr Glauben erfordern. Sie sind in dieser Hinsicht ein wenig subjektiver. Ich habe in St. Petersburg, Russland, gelehrt und habe ein prophetisches Wort über sie gesprochen. Und als ich das tat, streckte ich meinen Finger aus, sagte dieses Wort und plötzlich erschien ein südamerikanischer Schmetterling und landete auf meinem Finger und blieb dort. Es war ziemlich wild. Und dann sind einige Wunder geschehen. Da war ein Mann, der seit seiner Geburt auf einem Auge blind war, 58 Jahre, und er sagte, ich kann sehen, und ich habe nichts getan. Es war nur ein Zeichen, durch das Gott zu der Gültigkeit des Wortes, das ich gegeben habe, und zu der Gültigkeit der Situation, in der wir uns befanden, gesprochen hat. Aber dann gibt es noch diesen Bereich der Wunder. Wunder sind, wenn Gott etwas tut, das sie nicht erklären können. Wie zum Beispiel, als hier das mit den Goldstaubwolken passiert ist. Oder wenn Federn fallen. Und Leute versuchen, das zu erklären. Das bedeutet, dass hier Engel sind.
weil Federn fallen. Und ich denke, sind die Engel in der Mauser? Sind die Engel okay? Ist es Mausers Zeit für die Engel? Ich sage nicht, dass hier keine Engel sind. Natürlich sind sie das. Und ich sage nicht, dass die Feder nicht in Verbindung mit einem Engel steht. Ich sage nur, dass sie das nicht beweisen können. Und warum lassen wir nicht Wunder Wunder sein, statt zu versuchen, sie in Machttaten oder Zeichen zu verwandeln? Denn alle drei sind wichtig. Und tatsächlich glaube ich, dass Wunder dazu designt sind, sie um den Verstand zu bringen. Und ich glaube, dass Gott uns um den Verstand bringen will, weil es eine Einladung ist, auf eine völlig andere Art zu denken. Und wenn wir an einen Ort des Wunders kommen, sollen wir zurücktreten und zulassen, dass das unser Denken verändert, sodass wir auf Christi Sinn zugreifen können. Es gibt noch eine andere Form des Wunders, die nicht so angenehm ist. Und dieses Wunder ist das Geheimnis. Und damit meine ich, wenn Dinge nicht so geschehen, wie Sie es sich vorgestellt haben. Hat jemand so etwas schon mal erlebt? Ich erlebe so etwas gerade in meiner Familie. Und ehrlich gesagt kann es ziemlich schmerzhaft sein, wenn Sie etwas erwarten und es anders kommt oder anders ausgeht. Und mir ist klar, dass Sie in solchen Momenten die Wahl haben, entweder enttäuscht und frustriert von Gott und Ihrer Situation zu sein, oder es als eine Einladung zu einer neuen Denkweise zu sehen. In diesem Moment findet ein Ersetzen statt. Eine Gelegenheit für Sie, aus Ihrer gegenwärtigen Denkweise herauszukommen und den Herrn und das, was er tut, auf eine neue Weise zu sehen. Und ich glaube, dass es hier heute viele Menschen gibt, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Sie befinden sich gerade in einer Situation, in der ein Ersetzen stattfindet, sogar eine Art von Enttäuschung. Und ich möchte, dass Sie wissen, dass darin eine Einladung enthalten ist. Eine Einladung, etwas Neues am Herrn zu entdecken, eine andere Art zu entdecken, nach vorn zu gehen. Ich könnte Ihnen Geschichten dazu erzählen, aber uns geht die Zeit aus. Deshalb möchte ich Ihnen einfach eine Gelegenheit geben, darauf zu reagieren. Warum ist es Gottes Plan für die letzten Tage, seinen Geist auf alles Fleisch auszugießen? Warum will er, dass jeder Sohn und jede Tochter prophezeit? Weil es ein Bedürfnis nach Würde gibt. Es gibt ein Bedürfnis nach der Wiederherstellung der Würde, weil es in dieser Stunde ein Bedürfnis nach Offenbarung von Identität gibt wie nie zuvor. Eltern, die über ihre Kinder die Antwort beten und nicht das Problem. Zu sehen, wie der Himmel sieht und das in das Leben ihrer Mitmenschen zu sprechen, um die Identitätskrise zu heilen. Ist es möglich, dass Gott dieses Problem im Voraus gesehen und Sie mit dem Prophetischen ausgestattet hat, damit Sie sehen können, was der Himmel in dieser Situation sagt und tut? Dass Gott Sie positioniert und vorbereitet hat, um die Müden mit einem Gefühl von Bestimmung und Berufung zu erfrischen. Dass Sie eine Stimme sein können, die Stärke, Mut und Trost freisetzt, um ein Wendepunkt in der Gesellschaft zu sein, um eine welterschütternde Bestimmung zu ergreifen. Und ist es möglich, dass Gott Ideen und Träume hat, die auf der Erde noch nicht gesehen wurden? Und dass er nur auf jemanden wie Sie wartet, der sich in diesen Ort des Ersetzens hineinwagt? Sei es in der Anbetung oder in der Schöpfung, sei es durch Beziehungssynergie oder durch einen Traum oder eine Vision, sei es durch ein Wunder oder sogar ein Geheimnis. Wir haben eine Gelegenheit, eine Ausfahrt mit dem Herrn zu nehmen und zu sagen, Gott, was sagst du? Was tust du? Was kann ich lernen? Wie kann ich wachsen? Es gibt in diesem Augenblick Gelegenheiten für uns, in Antworten hineinzugehen. Und ich habe genug von der prophetischen Variante, die nur die Probleme vergrößert. Ich glaube, dass Jesus nach einer prophetischen Generation sucht, und ruft, die Antworten und Lösungen bietet. Und das ist nicht nur für Propheten verfügbar. Es ist für jeden Sohn und jede Tochter verfügbar, für jeden, der den Herrn liebt. Er will es herunterladen, wenn wir nur die Gnade haben, unsere Denkweise ersetzen zu lassen und himmlische Gedanken zu ergreifen. Und so, Vater, danke ich dir gerade jetzt,
dass du so viele Gelegenheiten und Ausfahrten für uns hast, um Dinge in einer völlig neuen Weise zu sehen. Und das, Vater, wenn wir unser bestes Gebet gebetet und alles getan haben, was wir konnten, du, Herr, uns jemanden wie ein kleines Kind bringst, um uns den Weg des Königreichs zu zeigen. Vater, wir öffnen unsere Herzen. Wir danken dir, dass du unsere Ohren und Augen geöffnet und uns Herzen gegeben hast, die jetzt verstehen können. Vater, lass uns aufleben zu den Schätzen deiner Bestimmung in dieser Zeitphase. Dazu, warum du deinen Geist ausgegossen hast, damit wir auf deine Stimme, deine Gedanken und dein Herz zugreifen können. In Jesu Namen. Amen. Gott segne sie alle. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht. Es ist die Tatsache, dass Jesus unseren Platz bei der Bestrafung von Sünde eingenommen hat, damit wir in seinen Platz des ewigen Lebens eintreten können. Ich lade Sie jetzt ein, Ihr Herz dem Herrn Jesus zuzuwenden und zu sagen: Ich empfange dich als meinen Herrn und Retter. Ich wende mich von jedem Bereich meines Lebens ab, der dich nicht ehrt. Und ich lebe bewusst mit dem Ziel, dir zu dienen, dich zu ehren, zu feiern, wer du bist, als mein Herr, mein Retter.